August 1944. This is it. We're going to liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These crowds ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi thugs. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go over it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Good night. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Now remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck.
Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Ich muss da nach oben hetzen und meine Tasche holen. Nicht zurück. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Ja, das, was von ihr. Tut mir leid, was ich hier will? Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Vielen Dank. Gern geschehen. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Kommen Sie mit mir. Das sollte man sehen hier auf der Seite. Ja, wir halten in der nächsten Stunde aus. Nehmen Sie so viele Gefangene wie möglich. Verstanden. Wir schnappen sicher genug. Sturmbahnführer weiterleiten, ja? Doch. Haben Sie den mitgebracht? Schmidt, schön Sie zu sehen. Hm? Einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja. Er meint, dass er täglich schreiben würde, aber ich habe keine Ahnung, dass er das tun. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage, vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole, je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça se fuit. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance.
weiß doch, er braucht sein Geld für die Frauen. Otto hat bei den Frauen genauso viel Pech wie beim Kartenspiel. Ja, ja, lacht ihr nur. Aber ich sehe euch. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Dass wir nicht genug Geld oder Macht haben, um sie zu interessieren. Kennen Sie den Dichter Verlaine? Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Aber natürlich. Hier sind Sie. Nennen Sie Ihren Namen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Wieso gewinnst du immer, Johann? Genauso viel Pech wie beim Kartenspiel. Guten Abend. Wieder zurück? Was kann ich für Sie tun? Ja, ja, lacht ihr nur. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Wir müssen sofort in den Keller. Durchsucht alle Räume. Ja, Sir. Eine meiner Cousinen lebt dort. Sie heißt sie. Stellen Sie sich mal vor, was eine französische Spionin mit diesen ganzen Geheimunterlagen anstellen könnte. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Entschuldigen Sie bitte. Ich habe Sie mit jemandem verwechselt. Kommen Sie wieder, wenn Sie Hilfe brauchen. Darf hier nicht weiter. Die Schreibtischassistenten sind hinter Ihnen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Haben Sie etwas vergessen zu fragen? Sieht nach einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Würde ich nicht zu laut sagen. We must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Zieht der Polizeiführer jetzt an. Wir brauchen ihn. Da ist ein großes Problem.
Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am yes. Herr Gruber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? And I thought it was Herr Spiegel that sent you. Oh, well. The only constant is change. All we can do is adapt. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. This is for my comrades. This is for my son. This is for me. Vive la résistance.
Avez-vous vu s'il portait des armes? Madame, votre vigilance a sauvé de nombreuses vies. Merci de votre collaboration. Dieses Gebäude würden Sie nicht angreifen. Mit wem Sie gesprochen hat? Weißt du, was sie hier will? Kontaktieren Sie Berlin. Keine Sorge wegen der anderen. Wir werden auch befragt. Jetzt ist nur wichtig, dass Sie besser gesichert werden. Nein, das kann nicht stimmen. Sie haben aufgrund Ihrer Freigabestufe Zugang zum Munitionslager, richtig? Ja, aber ich war seit Tagen nicht drin. Seit Tagen? Nein, 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 nein. Mein Freund, wenn es Tage her ist, warum ist dann Ihre Unterschrift auf der Ausgabe Sie Ihre Familie und verhören Sie sie. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Was soll die Aufregung? Ich glaube, man hat einen Spion entdeckt. Wir müssen hier mehr Truppen stationieren. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Bereit für den Überfall heute Nacht? Der Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Was war das? Just one more. Daniels. Something's wrong. We should go now. I'll hold your fire to the gates. Get ready.